Geht's an den Börsen jetzt endlich wieder aufwärts? Oder haben wir das Schlimmste noch gar nicht gesehen? Uns geht es noch mal richtig runter dieses Jahr. 2022 war natürlich auch schon ein hartes Börsenjahr, das man am besten schnell wieder vergisst, sonst ist man bloß ganz furchtbar frustriert. So dass ich vorschlagen würde, als allererstes schauen Sie jetzt mal alle direkt hier in dieses Gerät. Danke, bis gleich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder da sind und schon können wir jetzt unbelastet wieder und frohen Mutes starten ins neue Börsenjahr. Und von anderen Finanz-YouTubern wissen Sie ja auch, Aktien sind die beste Anlageklasse der Welt und sie steigen mittelfristig immer. Also was soll uns schon groß passieren in Zukunft? Und same procedure as every year. Heute gibt es wieder den Ausblick aufs neue Jahr. Und natürlich, solche Ausblicke, irgendwo sind sie natürlich auch immer müßig, weil die Zukunft kennt ja keiner genau. Und schon der alte Bismarck hat gesagt, er sei dagegen, zum Beispiel, dass der preußische Staat Wetterprognosen abgibt, sinngemäß. Weil wenn die dann mal nicht stimmen, dann untergräbt es auch die Autorität. Und trotzdem im Finanzbereich, jeder gibt ständig Prognosen ab, weil man die ja auch haben muss und weil man als Anleger ja auch, bevor man irgendwas macht, sich die Frage stellen muss auch, wo man gerade steht. Und ich habe mal meinen Ausblick auf 2022 auch nochmal angeschaut und es war damals auch nicht alles falsch. Die Kernaussagen waren zum Beispiel Vorsicht bei hoch bewerteten Wachstumsaktien, obwohl wir damals gerade neue Rekordstände ja gehabt haben, beim Dow und auch beim Nasdaq-Index. Und das zweite war, buy the dip ist 2022 keine gute Strategie mehr. Beziehungsweise, dass wir wahrscheinlich einen Dip dann haben werden, der auch mal ein bisschen größer ausfallen könnte. So auch geschehen. Aber zum Beispiel sowas wie den Ukraine-Krieg, das war natürlich was, damit habe ja auch ich im Ansatz nicht gerechnet. Und interessanterweise war es dann aber auch ja so, dass sich dieser Krieg an den Börsen, der hat das Ganze gar nicht mal so schlagartig geändert, sondern er hat Dinge, die vorher schon da waren, nochmal verschärft in erster Linie. Die Inflation zum Beispiel oder auch stark gestiegene Energie- und Rohstoffpreise. Und in der Mitte vom Jahr ist speziell das mit den Rohstoffpreisen dann ja auch wieder gekippt auf der anderen Seite. Um Rohstoffe geht es hier heute aber nicht. Dazu kriegen Sie nächste Woche von uns eine extra Spezialausgabe vom Zukunftsmärkte-Report. Wie geht es weiter im neuen Jahr mit Öl, mit Kupfer, mit Uran und so weiter? Die Rohstoffe also im Spannungsfeld von Rezessionssorgen einerseits und einer möglichen Knappheit bei manchen Rohstoffen andererseits. Und die Reports von uns sind kostenlos. Sie können sich einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber zurück zu Aktien. Technologieaktien sind natürlich eingebrochen letztes Jahr. Zyklische Aktien, Rohstoffwerte auch zum Teil, China-Aktien und die Emerging Markets und so weiter. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel den breiten DAX mal nehmen, dann haben wir da 2022 unterm Strich nur einen Rückgang gehabt von 12,3% in so einem dramatischen Jahr. Das ist nicht so viel. Oder der Dow Jones Index, US-Schwergewichte, der ist sogar nur gefallen um 8,8%. Hier haben wir ihn seit Anfang 2022. Der Chart ist von TradingView. Und es liegt natürlich vor allem daran, dass wir im vierten Quartal wieder eine Erholung gehabt haben, die viel wieder wettgemacht hat. Aber das wirft natürlich gerade die Frage auf, ist man am Markt vielleicht schon wieder viel zu optimistisch? Weil über die Lage, in der wir gerade sind, da muss ich wahrscheinlich gar nicht viel erzählen. Die Notenbanken wollen ja die Inflation konsequent bekämpfen jetzt. Man geht davon aus, dass zum Beispiel die Fed den Leitzins dieses Jahr auf über 5% noch anhebt und ihn auch erst 2024 wieder senkt.
Gleichzeitig rechnet man für dieses Jahr jetzt aber mit einer Rezession. Nur dass es da dann diesmal so wäre, dass die Fed eben nicht gleich gegensteuern kann mit Zinssenkungen, weil ja die Inflation noch hoch ist. Also eigentlich eine ziemlich verfahrene bis aussichtslose Lage. Und da wirkt die Markterholung doch ziemlich seltsam. Trotzdem, Anfang Oktober habe ich hier ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, diese Erholung kommt wahrscheinlich und sie ist dann ja auch gekommen. Aber meine Gründe dafür waren damals, dass viele Short-Positionen eben geschlossen werden mussten damals und dass viele institutionelle Anleger auch stark untergewichtet gewesen sind und wahrscheinlich zurückkehren würden zu einer neutralen Gewichtung, sprich sie würden kaufen. Und das sind aber alles eher kurzfristige Sachen und das bröckelt ja auch schon wieder. Und wenn man jetzt auch die Ausblicke liest von den großen Analystenhäusern, das klingt dann auch nicht besonders gut. Die sind jetzt zwar nicht wahnsinnig pessimistisch für das Gesamtjahr, also das soll schon halbwegs okay werden laut den Analysten, aber gefühlt zwei Drittel mindestens sagen eben auch, kurzfristig wird es jetzt nochmal richtig hart. Wir rasseln jetzt in eine Rezession, die Gewinnschätzungen sind zu optimistisch und wir werden im ersten Halbjahr auf jeden Fall nochmal die Tiefs testen oder noch schlimmer. So dass man sich schon fragen muss, wenn das alle sagen, was stimmt dann nicht mit dem Markt? Oder gibt es vielleicht eben doch Gründe dafür, dass das einige anscheinend ja nicht so kritisch sehen? Der Hauptgrund für die Optimisten, das ist der Inflationsausblick. Die Inflation ist ja das Grundübel und da ist die Überzeugung, mittelfristig geht auch das vorbei. Hier eine Grafik von Bloomberg, die Marktinflationsprognosen bis 2026 für verschiedene Regionen. Demnach, mit der Ausnahme von China, wo die Inflation jetzt ja niedrig war, wo sie jetzt vielleicht wegen einer Wirtschaftserholung steigen könnte wieder, aber von China abgesehen, haben wir jetzt natürlich erstmal überall einen schweren Inflationsschock gehabt und das Top sei da aber eben schon Mitte vom letzten Jahr erreicht worden, sodass viele jetzt sagen, das wird schon alles wieder und in ein paar Jahren, da reden wir da auch gar nicht mehr drüber. Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Die Notenbanken und die Finanzmärkte und ja auch die Anleger, die wollen ja gar nicht unbedingt, dass Benzin oder Brot oder Butter, dass die jetzt wieder so viel kosten wie vor 2 Jahren, was wir vielleicht als normale Preise empfinden würden. Sondern das Inflationsziel, das ist ja schon dann erreicht, wenn von dem hohen jetzigen Preisniveau die Preise dann nur noch um weitere 2% steigen pro Jahr. Und dann gibt es ja auch noch die ganzen Basiseffekte und das heißt dann ja eigentlich, so abwegig ist der Inflationsrückgang natürlich nicht und er ist auch nicht so wahnsinnig ambitioniert. Die Frage ist nur, was ist nötig dafür, was geht bis dahin noch alles kaputt und wie weit sind wir da schon bei der Inflationsbekämpfung? Das ist der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA auf ein Jahr. Die Grafik ist von Forbes. Und das kann man jetzt so und so sehen. Die Optimisten sagen, das ist ein klarer Trend. Die Inflation flacht ganz klar ab und von Monat zu Monat ist sie jetzt im November sogar nur noch um 0,1% gestiegen. Man kann aber auch sagen, es ist im Grunde bedenklich, dass sie jetzt doch immer noch steigt. Obwohl ja der Ölpreis zum Beispiel seit Juni schon um 37% gefallen ist und der Gaspreis in den USA sogar um über 50%, Kupfer um 20%, Bauholz um 65% und so weiter. Und ich sage hier ja zwar auch schon länger, die Inflation wird zurückgehen, aber wenn Sie mir vor einem halben Jahr gesagt hätten, dass sie im November immer noch bei 7,1% ist in den USA, dann wäre ich glaube ich schon ein bisschen bestürzt gewesen, weil sie nämlich auch im November 2021 auch schon bei 6,8% war und das ohne Ukraine-Krieg. Sie verschiebt sich jetzt also in den Service-Sektor offensichtlich, sie wird auch durchgereicht über Lohnerhöhungen, über Preiserhöhungen und sie ist anscheinend auch relativ hartnäckig. So dass die Fed schon recht hat, wenn sie jetzt sagt, die Arbeit ist da noch lange nicht getan. Trotzdem, und das ist das zweite Argument der Bullen, die Fed wird das nicht lange durchhalten, sagen die, weil jetzt ja eine Rezession kommen soll.
Und diese kommende Rezession, das ist was, von dem man fest ausgeht am Markt. Man sieht es eben am Ölpreis zum Beispiel. Hier brennt Öl auf ein Jahr. Da geht es seit Juni nur noch nach unten, trotz Russland-Embargo, trotz der Covid-Lockerungen in China, eben wegen Rezessionsängsten. Oder die Zinsen. Hier der Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen ist natürlich stark gestiegen dieses Jahr, aber jetzt ist der Anstieg zum Erliegen gekommen, schon seit Oktober. Die Rendite ist jetzt bei 3,75%. Damit liegt sie deutlich unter dem Leitzins und die Zinskurve ist außerdem invers. 10-jährige Bonds bringen weniger als 5-jährige und 5-jährige weniger als 2-jährige. Auch der Bondmarkt ist also absolut davon überzeugt, von einer Rezession und einer darauf folgenden Zinswende. Wo das aber anscheinend noch überhaupt nicht angekommen ist, das sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen von Seiten der Analysten. Die Analystenschätzungen sind immer noch so laut Refinitiv, dass die Durchschnittsgewinne im S&P 500 Index dieses Jahr um 5% steigen sollen. Was aber in einer Rezession extrem unwahrscheinlich ist. Und man kann jetzt natürlich sagen, na ja, Gott, die in Rezession, das ist egal, am Markt geht es ja eigentlich nur um die Fed. Aber zumindest in normalen Rezessionen ist es schon so, dass der Markt eigentlich nie sein Tief erreicht hat, bevor sie überhaupt mal losgegangen sind. Und wie gesagt, ich glaube eben auch, dass die Fed der Wirtschaft diesmal eben nicht so schnell zur Hilfe eilt, wie das manche denken, weil sie es eben auch nicht kann. Und auch wenn das alles vielleicht nur vorübergehend ist, der schlimme Zustand, aber auch das muss der Markt dann erstmal wegstecken. Und darum muss ich sagen, ich bin für 2023 jetzt zwar nicht super pessimistisch, weil der Markt natürlich inzwischen auch Kummer gewohnt ist, weil er ja viel wegstecken kann, wie wir gesehen haben, und die ganzen Probleme sind jetzt auch alle schon länger da. Aber wir sind trotzdem in einer Zwickmühle nach wie vor, Inflation versus Rezession. Und es wird auch immer klarer, so schnell kommen wir da einfach nicht mehr raus. Und ich bete ungern das nach, was alle anderen auch schon sagen, aber auch ich kann mir eigentlich nicht so vorstellen, dass wir in so einer Konstellation jetzt durch das Jahr kommen, ohne dass es nicht mindestens nochmal einen Rücksetzer gibt, also nochmal eine Aktienmarktkorrektur, möglicherweise auch nochmal relativ stark. Da würde ich den vielen anderen Analysten zustimmen, womit ich mich aber gar nicht anfreunden kann. Wenn so gut wie alle sagen, es geht im ersten Halbjahr runter und dann im zweiten Halbjahr wieder rauf, dann ist es schon extrem unwahrscheinlich, dass es auch wirklich so kommt. Also so plausibel das auch klingen mag, aber wenn es alle sagen, macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Stellen wir uns lieber irgendeine andere Variante vor. Also eine Marktentwicklung vielleicht, die erstmal vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, weil zum Beispiel die Rezession ja möglicherweise doch nicht kommt oder zumindest relativ harmlos ist und kurz. Die Stimmen mehren sich auch inzwischen, dass es so kommen könnte. Goldman Sachs zum Beispiel, die vertreten das, dass die Rezession nicht schlimm wird. Und warum auch nicht? 2022 war ja auch schon ein Jahr mit vielen Schocks, was aber die Wirtschaft, vor allem in den USA, noch ziemlich gut weggesteckt hat. Im dritten Quartal jetzt auch nochmal mit einem annualisierten Wachstum von 3,2%. Also vielleicht irrt sich ja der Markt mit dieser Rezession. Und dann hätten wir vielleicht auch eine Lage, wo wir ein paar Monate lang jetzt mal denken, die Inflation geht zurück, wie wunderbar, aber ohne dass es die Wirtschaft hart trifft. Besser kann es doch gar nicht laufen. Bis wir dann aber irgendwann mal merken, solange die Wirtschaft halbwegs läuft und solange an der Börse viel Zuversicht ist und die Unternehmen die Inflation auch immer weiterreichen können, so lang macht die Inflation eben auch nicht wirklich Anstalten, dass sie zurückgeht, und die Fed macht dann wahrscheinlich auch nicht wirklich Anstalten, dass sie die Zinsen schnell senkt. Und dann sehen wir nämlich, vielleicht im Frühsommer oder im Sommer, wir sind immer noch im gleichen Schlamassel. Und dann kommt vielleicht erst die Korrektur. Ist aber nur so eine Idee von mir. Müssen Sie nicht für bare Münze nehmen.
Ich befürchte jedenfalls 2023 ganz einfach wird es auch nicht. Das Positive daran ist, falls Sie Aktien kaufen wollen dieses Jahr, Sie müssen es nicht unbedingt überstürzen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es einen Punkt gibt, an dem viele Aktien, die für Sie interessant sind, an dem Sie die nochmal billiger kriegen als jetzt. Was ich relativ skeptisch sehe inzwischen, das sind diese sogenannten Qualitätsaktien, also das, was 2022 ganz toll standgehalten hat. Die sind aber schon relativ teuer inzwischen. Das Potenzial ist da auch, glaube ich, begrenzt. Value ist immer gut, aber das sollte schon auch heißen, relativ niedrige Bewertungen verglichen mit der Substanz. Was ich mir vorstellen könnte, dass man vielleicht sogar jetzt auch schon wieder in schwachen Phasen Zykliker kauft, ein paar. Die sind stark zurückgekommen, da ist ein harter Abschwung eingepreist, der aber, wie gesagt, vielleicht doch in dieser Härte gar nicht so kommt. Und Finanztitel wären in dem Fall dann auch interessant, bei einem relativ milden Abschwung und gleichzeitig länger als erwartet höheren Zinsen. Technologieaktien, okay, naja, die sind auch stark gefallen natürlich, aber da muss man, glaube ich, schon stark selektieren. Wir haben jahrelang Nullzinsen gehabt, wo vermeintliches Wachstum gefragt war, auch wenn nicht immer viel dahinter war. Das ist aber erstmal vorbei. Wir haben auch am Aktienmarkt eine Zeitenwende, auch wenn die nächsten Jahre vielleicht wieder besser werden, aber grundsätzlich sind wir in einem Stagflationsszenario, wo wir nicht wissen, wie stark ist unser Wachstum überhaupt noch im Westen, wenn wir die Nullzinsstimulation, die wir jahrelang gehabt haben, jetzt plötzlich nicht mehr haben. Der positive Aspekt von dem Ganzen ist dann aber vielleicht, dass man sich am Markt möglicherweise stärker auf Fundamentaldaten wieder konzentriert von einzelnen Unternehmen. Es wird vielleicht insgesamt nicht das Jahr, in dem man jetzt die wahnsinnigen Kursgewinne überall erzielt, aber es kann für Sie ein Jahr sein, in dem Sie zum Beispiel Ihr Depot gut umbauen können, gut optimieren können, in dem Sie ein paar gute Käufe machen können und damit ja auch einen Grundstein legen können für die Zukunft mit einem wohltemperierten Portfolio. Und was das letzte Jahr jetzt betrifft und das hier alles eingangs, Sie sollen das letzte Jahr natürlich nicht vergessen. Jede Erfahrung, die man macht an der Börse, die ist wertvoll. Man darf sich nur vielleicht, wenn man Rückschläge erlitten hat, davon jetzt nicht zu sehr immer beeindrucken lassen und vielleicht auch paralysieren lassen. Und was Sie natürlich auf gar keinen Fall vergessen dürfen, das ist, dass Sie sich jetzt noch eintragen, auch für unsere Zukunftsmärkte-Reports nächste Woche, wie gesagt, ein großer Rundumschlag im Rohstoffsektor und das ja auch alles gratis auf www.zukunfts-märkte.de. Und vorhin habe ich ja Bismarck zitiert. Ich habe jetzt noch ein schönes Zitat von einem anderen großen Staatsmann, der vorher auch mal General war, Dwight D. Eisenhower. Der hat mal gesagt, während Kampfvorbereitungen habe ich festgestellt, dass Pläne nutzlos sind, aber dass Planen unabdingbar ist. Und so ist es, würde ich sagen, auch an der Börse. Man soll nicht glauben, dass man vorher alles schon wüsste, was dann mal passiert. Aber wenn man Szenarien hat, und das müssen jetzt nicht meine Szenarien sein, aber wenn man die hat und wenn man eine Strategie für sich hat und eine Vorstellung für sich von der Situation auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn was Unvorhergesehenes kommt, dass man dann erfolgreich darauf reagiert, die ist viel höher dann, als wenn man es nicht hat. Das ist zumindest meine Meinung. Und nächste Woche geht es hier auf dem Kanal um die Emerging Markets auch mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute Ihnen und natürlich wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.